Wie kann ein Symphonieorchester Klimaschutz betreiben? Was kann eine Kulturinstitution tun, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern? Wo liegt überhaupt bei einem Musikensemble CO2-Einsparpotenzial? Um diese Fragen zu beantworten, hat die Württembergische Philharmonie eine Klimapartnerschaft mit Schwörerhaus abgeschlossen. Sie ist damit eine von bundesweit 10 Kultureinrichtungen, die sich mit Unternehmen in sogenannten SDG-Tandempartnerschaften zusammengeschlossen haben. Das Ziel, gemeinsam neue Impulse für den Klimaschutz umzusetzen. Neonröhren verbreiten im Probenstudio der Württembergischen Philharmonie ein eher schummriges Licht. Den Musikern reicht das nicht aus. Sie installieren zusätzliche Lampen an den Notenständern. Beides zusammen verbraucht so viel Strom, finden die Energiescouts. Man sollte stattdessen LED-Lampen einsetzen. Die Energiescouts, das sind Schwörerhaus-Azubis, die in einer dreitägigen Schulung ausgebildet wurden. Ihre Aufgabe, Energiefresser zu finden. Ja, also hier jetzt mit den Energiescouts, die wir zeigen, am praktischen Beispiel zeigen lassen, wie das Sparen gar nicht so schwer ist, weil man ja meistens immer sagt, naja, ich habe kein Etat, ich würde ja gern sparen, aber es geht nicht. Und dann sieht man, wie man mit kleinen Dingen was erreichen kann und den Etat dadurch nicht sprengen muss. Beispiel, die Heizungen sind zugestellt, haben außerdem noch Regler anstelle von modernen Thermostaten. Hier könne ein Austausch viel bewirken. Die Lüftung sei viel zu laut und ineffizient und ließe sich durch eine Klimaanlage ersetzen. Eine Investition, durch die man viel Geld sparen könne. Das sind viele, viele richtige Punkte, die wir auch schon immer angeschaut haben. Aber es ist gut, dies einfach nochmal von außen zu hören und vor allem natürlich auch mit dieser Kompetenz, den die Energiescouts mitbringen. Aber die Energiescouts sind nur ein Teil der Zusammenarbeit zwischen der Württembergischen Philharmonie und Schwörerhaus. Die Klimapartnerschaft geht über ein Jahr und in dieser Zeit sind noch andere Projekte geplant. Ein Projekt ist zum Beispiel ein Instrumentenbau oder Klanginstallationsbau, ein Wettbewerb für Schulen mit recyceltem Material. Da können wir einfach mal sehen, wie ist das, was kann man, welche Ideen, welche Kreativität kann man auch in diesem Bereich noch mit einbringen. Der Hintergrund, die meisten Musikinstrumente sind aus Holz, binden daher CO2 und das auf sehr lange Zeit. Somit trägt ein Orchester immer auch ein wenig zum Klimaschutz bei. Geplant ist auch eine Baumpflanzaktion. Also auf der einen Seite haben wir immer diese CO2-Produktion, wo wir sagen, das ist schlecht. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Bäume oder Pflanzen, die CO2 binden, um aufzuzeigen, dass man den Klimaschutz nicht nur dadurch erreichen kann, indem man was einspart, sondern auch dadurch erreichen kann, indem man sich vernünftig technologisch Gedanken macht. Das größte Thema für die Württembergische Philharmonie ist aber die Mobilität und das auf mehreren Ebenen. Unser Publikum, wir sind in einer ländlichen Region, kommt normalerweise mit dem Auto. Auch hier ein Bewusstsein erstmal zu schaffen, vielleicht andere, auch den öffentlichen Nahverkehr mit mehr noch mit einzubeziehen, zumindest wenn man aus Tübingen oder aus Reutlingen kommt. Zudem ist die Württembergische Philharmonie selber ein Reiseorchester. An verschiedenen Orten zu spielen, das gehört zu ihrem Auftrag. Aber wie das Orchester zu diesen Konzertorten kommt, das, so Grube, sei eine Diskussion, die man führen müsse. Und zum Teil schon führe.